Teleoberwallis am Dienstag, 23. Juni, das sind unsere Themen. Internetstörung wegen unterbrochener Breitbandleitung. Positives Erstvereinsjahr von Marco Wallis und die Mission von Armin Walpen im Generaldirektor von der SRG, SSR in der Swiss. Schön, habt ihr eingeschaltet. Am Dienstag am Morgen hat ein Bagger mit dem Pioniersarbeiter in Laldo ein Glasfaserkabel durchtrennt. Darum haben heute rund 8'500 Kunden von der Swisscom kein Internet gehabt. Betroffen sind aber auch Kunden von der Valecom. Im gesamten Oberwallis hat man Tele Oberwallis nicht schauen. Zudem ist das Fernsehen und die Telefonie von der Valecom nicht gegangen. Die Verantwortlichen gehen da davon aus, dass der Schatten bis Mitternacht behoben ist. Das Thema Sicherheit war am Dienstag an der GV von Walliser Stromproduzenten im Mittelpunkt. So setzt die Schichtvereinigung unter anderem für die Sicherheit und Sanierung von Flussläufen ein. Dazu plant man entlang von Flissen im Bau von Auffang- und Ausgleichsbecken. An der GV hat man zudem bekannt gegeben, dass man das letzte Jahr im Wallis insgesamt 10'000 Gigawatt Strom produziert hat. Mit dieser Zahl ist man auf dem Niveau vom letzten Jahr. Die Verantwortlichen vom Verein Marke Wallis haben am Dienstag an der GV zufrieden das erste Vereinsjahr angeschaut. Nach der Einigung im Namensstreit Ende April 2008 hat der Verein mit der Anwendung von der Marke angefangen. Dazu hat man das Budget auf rund 7'000 Franken setzen. Für das Jahr 2009 ist ein Anstieg von finanziellen Mitteln sichergestellt. Das Ziel des Vereins ist, immer mehr Unternehmen mit der Marke Wallis zu zertifizieren. Situ hat man am Dienstag einen neuen Kultur- und Tourismusführer vorgestellt. Das Ziel des Reiseführers ist, in Einheimischen, aber auch in Touristen, die Reichtümer und die Besonderheiten des Kantons Wallis vorzustellen. Insgesamt hat man je 4'000 Dokumente in Französisch und Deutsch und 2'000 Exemplare in Englisch gedruckt. Das Hauptziel des Reiseführers ist, das Wallis kulturell, aber auch touristisch zu verbinden. Der Armin Walpen tritt Ende des Jahres 2010 als Generaldirektor von der SRG SSR in der Swiss zurück und geht in Ruhestand. Nachdem schon seiner Generaldirektor Stefa, der Daniel Eckmann, aus persönlichen Gründen auf Ende Januar 2011 in den Rücktritt hat angekündigt, will der Verwaltungsrat dann im Herbst eine Nachfolge bestimmen. Am Dienstagvormittag hat Zito in einem Parkhaus einen Brand gegeben, und zwar in einem Parkhaus von einem Einkaufszentrum. Die Feuerwehr hat das Feuer sofort löschen. Dabei ist sehr viel Rauch entstanden und man musste das Parkhaus sperren. Die Zahl von Gebirgslandeplätzen im südwestlichen Wallis soll unverändert mit 5 bleiben. Anstelle vom Platz auf dem Unterrothorn ist neu die Landestelle Trift vorgesehen. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt hat Objektblätter für die 5 Plätze in öffentlicher Mitwirkung gegeben. Neben dem Landeplatz Trift mit Zermatt sind das jetzt Gebirgslandeplatz Aschhorn, Alphubel, Monte Rosa und Theodulsgletscher. Personen haben 30 Tage Zeit, ihre Eingabe zu machen. Der Kanton hat 3 Monate Möglichkeit für eine Stellungnahme. Nach der Verabschiedung von Objektblättern entscheidet dann der Bundesrat über die Anzahl, die Standorte und die Nutzungsbedingungen. Im Valdier hat ein Wolf am letzten Sonntag auf der Alpo 2 Schafe gerissen. 4 weitere sind verschwunden. Ob es der gleiche Wolf ist, was in Mitte Mai 13 Schafe gerissen, das ist noch nicht geklärt. Die Fischerin Odile Schüler-Volken ist neu im Verwaltungsrat vom TCS gewählt gekommen. Damit übernimmt sie als erste Frau neben 8 Männern im Verwaltungsrat einen Sitz. Die Fischerin ist seit dem Jahr 1991 im Ausschuss vom TCS Sektion Wallis, davon seit dem Jahr 2006 als Vizepräsidentin. Die Homepage vom Kanton Wallis hat in einer Studie von der Uni Basel im Vergleich mit anderen Internetauftritten und anderen Kantinen am schlechtesten abgeschlossen. Dabei hat man unter anderem in Informationsgehalt, Suchmöglichkeiten und in Aufbau bewertet. Der Grossrat hat jetzt in der letzten Woche ein Postulat von der SPO-Suppleantin Laura Kronig überwiesen, die eine komplette Neugestaltung von der Homepage vom Staat Wallis verlangt. Am Dienstagnachmittag ist im Landwirtschaftszentrum zu Fisp die Schlussfeier gewesen. Festansprache dazu hat der Guy Bianco gehabt. Dabei haben unter anderem Schüler von der 3. OAS und euch von der Berufsschule für Landwirte ihr Diplom bekommen.
Zum Sport. Eishockey. Die EHC Fisch Sport AG hat in der letzten Saison ein gutes finanzielles Ergebnis gemacht. Sie hat nämlich einen Gewinn von 86'000 Franken machen und hat nämlich in der letzten Saison den Eintrag mit dem Catering und mit der Werbung erheben. In der nächsten Saison hat man als Ziel die Qualifikation für den Halbfinale. Dazu will man die Infrastruktur in der Liternenhalle verbessern. Verantwortlich und gläubend, dass man mittelfristig einen Bau von einer neuen Halle realisieren kann. Fußball. Für die nächste Saison hat der FC Situ eine Partnerschaft mit dem FC Le Mans Lausanne abgeschlossen. Dadurch können junge, talentierte FC Situ-Spieler mit dem FC Le Mans zum Einsatz kommen und so Erfahrungen sammeln. Der FC Le Mans ist diese Saison in die Challenge League aufgestiegen. Er hat diese Woche wieder ganz lange auf sich warten und am Mittwoch soll er tatsächlich mit uns im Oberwallis sein. Ich rede vom Sommer. Das Wetter mit Beratung-Immobilien.ch, Meister Reinhard Zwisp. Wolken gemixt mit blauen Abschnitten. Der, der hier auf dem Bild widerspiegelt, praktisch das typische Dienstagwetter in unserer Region. Der Mittwoch bringt uns dann endlich einen grossen Sonnenschein ins Oberwallis. Und mit der Sonne steigen ab Mittwoch dann euch die Temperaturen an. Der Mittwoch selber soll ja sogar als der wärmste Tag in der Woche gelten. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Thermometer. Im Aletschgebiet mit 13 und im Saastal mit 14 Grad ist es noch ein bisschen frisch. Leukerbad, Zgoms, Letschen, Zermatt und euch Zimplon-Region bekommen zwischen 17 und 18 Grad. Und im Rhonetal lässt das Wetter mit 25 bis 26 Grad richtig zum Sprung ins kühle Nass sein. Euch im nächsten Tag dürfen wir schon 25 bis 26 Grad im Oberwallis freuen, dann gibt es aber dann immer ein erhöhtes Gewitterrisiko, vor allem in der zweiten Tageshälfte. Das waren die Nachrichten auf Tele Oberwallis. Schön, habt ihr eingeschaltet.